wieder besser werden. Die VE hat mich schlecht gemacht. Aim mehr. Trainieren. Muss trainieren. Muss trainieren. Trainieren. Einfach nur. Trainieren. Schießen. Trainieren. Trainieren. Was? Hallo? Jo, wann kommt wieder dieses eine von dir? Hä? Was für eine? Was meinst du? Diese Videos, wo du immer schreist. Meinst Lal, oder was? Ja, ja, das. Ist schon 3 Wochen her. Die Leute wollen das sehen. Kann doch nicht so lange her sein. Maximal eine Woche oder so. Was laberst du? Doch, doch, glaub mir. Frag dir doch. Okay, so schlimm kann es nicht sein. Ich frag mal. Ja, okay, hau rein. So, was haben wir denn hier? 209 Likes, 64 Kommentare. Ja, 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 ja. Na gut, mach ich mich mal an die Arbeit, wa? Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Willkommen zurück zu Arkel. Ich mag den Terry. Sondern meine sagen, ich wäre nicht werbefreundlich. So, Leute. Lang ist's her, dass hier, ne, das Lahl-Geschehen passiert ist. Und eigentlich sollte ja heute Challenge Day sein, müssen wir verschieben, kam was dazwischen, aber ich habe mir gedacht, dann lieber was anderes, ne, anstatt wieder gar kein Lal. Ist ja nicht so, als käme das schon seit Wochen nicht mehr, ne. Gut, in der ganzen Zeit, in der nichts kam, wurde natürlich dennoch gestreamt, aber die Streams, also, ne, ruhig bleiben, ärgert euch nicht oder habt keine Angst. Wir haben nicht allzu viel gemacht, wir haben eher vorbereitet. Zum einen, was wir gemacht haben, ist, wir haben die neue Brute Force erschaffen, ja, aka die Blue Force, die müssen noch benannt werden, die Jungs, sehe ich gerade. Und Mädels, darf man nicht vergessen. Der Boggy ist auch schon wieder am Start in seiner 3. Version, aber auch schon ganz gut anführermäßig gelevelt. Der Junge hat Bock. ja, aber der teuerste Verlust an der ganzen Aktion, in der wir ja die erste Brute Force verloren haben, waren tatsächlich die Sättel. Und da haben wir in dem Fall mit Hilfe vom Neon, der herzallerliebste Mensch, der so viel Schönes mitgefarmt hat, uns vorbereitet, dass wir jetzt erstmal neue Sättel craften können. Übrigens, zum Ausgleich dafür, dass er geholfen hat zu farmen, hat er den Baum vom Gewächshaus zerstört und deswegen sieht es jetzt hier scheiße aus. Also, sorry, aber ne, das Gewächshaus ohne den Baum geht nicht. Das schmerzt. So, auf jeden Fall habe ich hier schon den ganzen Stuff zusammengetragen. Einiges hier und nicht erschrecken. Ja, das oberste Ziel ist immer noch der Replicator, den wir heute, ich rede doch schon seit Folgen über Folgen über Folgen drüber, aber heute werden wir den wahrscheinlich angehen. Wir haben auch alle möglichen Materialien dafür auch schon zusammengetragen. Wie gesagt, die letzten Streams bestanden in erster Linie aus Farmerei. Aber gut. Scheiße. Was wir natürlich für unsere Mission brauchen, ist der geliebte, ne, hier, ich vergesse alles, Suppentrank. Den brauchen wir, jetzt wird es schon wieder dunkel. Den brauchen wir natürlich, weil wir wollen ja Crafting-Skill haben, ne? Ich hoffe, ich habe jetzt alles an Materialien, was ich brauche. Und jetzt knallen wir erstmal wieder die ganze Scheiße in handwerkliches Geschick, auf das mein Finger wieder bricht. Können wir das bitte cutten? Das dauert sonst wieder so... 1090% Crafting Skill ist am Start. Dann schauen wir. Scheiße, ich kann schon wieder nicht laufen. Ich hasse es. Gut, wir schauen. Man, das Ganze jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil das Gröbste, das kennt er ja schon, ne? Also ist ja jetzt. Wir erfinden da hier das Rad jetzt nicht neu, ne? Das ist ja eigentlich nur eine Wiederholung. Aber es muss getan werden, also wird es getan. Boah, Schnelldurchlauf ist gar keine so schlechte Idee, wenn ich sehe, wie langsam das geht. Gibt's die Sättel auch in gut? Ich hätte die gerne in gut, bitte. Danke. Später. So, das war der letzte. Die Werkbänke sind so ziemlich leer, alle. Und wir schauen mal durch. Ich muss sagen, das sieht auf den ersten Blick nicht so gut aus. Ah, es sind ein paar Schmuckstückchen dabei, aber alles in allem... Ach du Scheiße, ey. Eher ein Reinfall. Naja gut, was willst du machen? Aufs Neue... wir suchen uns... nein! Wir holen uns die nächste Suppe. So, Schlürf. Und jetzt bitte hätte ich meine alte Skillung gerne zurück, denn so lebt es sich einfach nicht gut. Okay, so, da haben wir die Sättel. Das war echt nicht so krass erfolgreich. Aber okay, was willst du machen? Es ist halt Glücksspiel. Die Sonne kann nicht immer lachen, ne? Den besten lasse ich natürlich wieder für den Bocky übrig. Wenn dieser komische Horst von General, möchte gern General da, nicht die Brute Force so durch den Wolf gejagt hätte, dann wäre das alles gar nicht so schlimm gewesen, ne? Die Sättel sind ja das große Problem in erster Linie. So, jetzt haben wir noch 2 auf Reserve. Haben wir sie alle besattelt? Ja. Das
das sieht gut aus. Dann gehen wir jetzt hier mal der Reihe durch und benennen die auch mal wieder um. Wir gehen komplett durch von 1 bis, ich glaube, es sind wieder 10 oder so. Kann dauern. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus Bocky als Anführer. Sind wir wieder bei 10. Ist okay. Aber es ist gut zu wissen, dass ich sogar noch Platz für 2 mehr hätte. Naja, egal. Legen wir auf Reserve. Vielleicht breeden wir da später noch 2 dazu oder so. Dann passt das schon. Aber fürs Erste machen wir das erstmal wieder die 10er-Truppe, so wie wir es kennen. Ach ja, übrigens, das haben wir auch neu gebaut hier, ne? Das ist jetzt hier so die Breeding-Station. Achtung, Achtung, Geheimnis. Ho, 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 ho. Das sieht dann nicht ganz so kacke aus, ne? Kann man hier oben, können wir Eier drauf liegen, legen. Und dann ist das toll. Und dann werden die hier geschlüpft und so. Ist super klasse. Ach, das Gewächshaus ist so hässlich ohne. Ach, Mann, ey. Gut, jetzt ist nur die Frage, wie gehen wir... Scheiße, hat geklingelt. Für die Nachbarn annehmen. Ich hasse es. Und das mitten in der Aufnahme. Toll, jetzt ist dunkel. Na egal, wird rausgeschnitten. Sagt, wann ihr bitte kommen! The fuck? Hallo? Ich höre sie nicht vernünftig. Du musst ja Antenne dran schrauben, du Idiot. Ach so. Antenne drauf. Hallo? Herr General? Geht doch. Ich habe Ihre neue Einheit gesehen. Außerdem habe ich gesehen, die Jungs brauchen Training. Ich habe sie abgeholt. Sie haben was? Die Jungs brauchen Training. Och, nö. Keine Sorge, ich bringe sie heil zurück. Und besser. Ja, das habe ich... Scheiße. Habe ich beim letzten Mal mitbekommen, wie ich die zurückkriege. Ja, ja, hör auf rumzuheulen. Over. Scheiße, ey. Das kann ja was geben. Ach, stopp! Dulli, nochmal kommen! Was denn jetzt schon wieder? Ja. Begeben Sie sich in Ihr komisches Küchengewächshaus-Scheiß. Okay. Hab da was für Sie hinterlassen. Over. Okay. Oh, der Typ. Der Typ. Was hat er jetzt schon wieder gemacht? Wieso sehen Sie nichts? Ich warte erstmal, dass hell wird. Zweiter Tag. So, ins komische Kabuff-Dings-Scheiß-Küchending reingehen, hat er gesagt, ne? Und was soll hier sein? Aha, das sieht mir doch so aus, als ob das von einem Herrn von uns zu ist. Diesen militärischen Touch, würde ich mal sagen, ne? Was soll ich damit jetzt machen? Okay. Herr General? Ja, so ist doch viel besser, oder? Nicht diese veraltete Funkgerättechnik. Ja, das ist krass. Also. Ich habe gesehen, Ihre neue Truppe braucht Training. Sie sind doch ganz grün hinter den Ohren. Ja, was erwarten Sie? Die sind ja gerade erst frisch geschlüpft und geboren und so ein Scheiß. Die andere Truppe haben sie ja zermoscht. Also... Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Bedenken, was jetzt die Truppe angeht. Machen Sie sich keine Gedanken. Sie sehen ja, Ihre Truppe, ne? Besser als die alte. Dieser Haufen Müll, den Sie mir letztes Mal angedreht haben, den kann ja keiner benutzen. Das hier sind wahre Krieger. Und glauben Sie mir, wenn ich zurückkomme und mit denen fertig bin, dann werden die richtig ballern. General, aus! Das glaube ich aber erst, wenn es soweit ist. Gut. Aus die Kiste. Na dann, ja, gespannt, wann der Kerl wiederkommt, wa? 6,5 Stunden später. So, wir sind ja fertig. Oh, das sieht aber nicht so gut aus. Ach, die sind nur müde vom Kampf. Alles gut. Im Gegensatz zur letzten Truppe sind die vernünftig. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob es unbedingt an der Truppe lag. Stellt einfach meine Qualitäten als General in Frage. Ich niemals, nö. Gut, will ich auch hoffen. Meine Arbeit hier ist getan. Verabschiede mich. So, tschüss, ne? Ja gut, damit hätten wir dann jetzt, glaube ich, auch alles an Element zusammen tatsächlich, was wir brauchen, ne? Wenn wir das so angucke, 106 Element, 100 brauchen wir. Würde sagen, Mission Replicator kann starten. Gut, kommen Sie mal her, Herr Quetzel. Mann, das Gewächshaus sieht so kacke aus jetzt. Scheiße. Brauche auf jeden Fall die Tragefertigkeiten des Quetzels, um den ganzen Bums natürlich dahin zu bringen, ne? Das ist ja durchaus was an Gewicht, was wir dahin verlagern müssen, um das scheiß Ding zu craften. Kacke. Ich krieg's nicht in einer Fuhre hin. Das habe ich befürchtet. Oh Mann, ey. Ach du Scheiße. Na, dann schleichen wir mal los.
Bitte nicht despawnen, bitte nicht. Oh Gott sei Dank, ist noch Zeit genug. Ja, wir haben ja einen riesigen Vorteil dadurch, dass wir hier ein Server-Cluster besitzen, ne? Haben wir den riesigen, tollen Vorteil, dass wir die Items hochladen können. Das heißt, das ist nicht ganz so schlimm, dass wir nicht in einem, dass wir das Ganze nicht in einem hinbekommen. Wir können es einfach im Upload speichern oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es dann da und wir können es bei Bedarf vor Ort runterladen. Das heißt, das, ja, ne, Bubble. Wir müssen das Zeug halt peu à peu dahin bringen, aber ja, über kurz oder lang werden wir es schaffen. Okay, und nochmal zurück, weil es geil ist. Oh, hier, nimm. Du musst das tragen. Weiß gerade nicht, wie viel ich da jetzt reingepackt habe. Nehmen wir lieber einen Stack zu viel als zu wenig mit. Da kommt ja auch noch ein bisschen was bei, ne? Ist ja nicht nur das Metall. Die schwarzen Perlen. Wo habe ich sie hingeschmissen? Hier sind 300. Ich brauchte, wie viel? 150? Irgendwie sowas. Oder 100? Keine Ahnung. Rein damit. Aber das Kristall. Wo habe ich das Kristall gebunkert? 600 Kristall waren es, glaube ich, ne? Ich habe 400 habe ich hier. Wo ist der Rest? Ich kann schwören, ich habe es schon geholt. Na gut, dann machen wir weiter einfach wie gerade. Wir bringen hin, was wir bringen können. Und dann gucken wir nochmal, was denn im Endeffekt noch fehlt. Ja gut, mittlerweile ist der eine Drop weg. Warten wir auf den nächsten, weil es so schön ist. Ne? Woher Drop? Nehmen Sie bitte meine Materialien an sich. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5000 Metall ist drin. Muss mal gerade schauen, Herstellung. 800 Poly, das heißt, das reicht auch. 150 schwarze Perlen reicht also auch. So, rein mit dem Bums. Wird alles hochgehalten. Ne? Geladen. Element ist da, Metall ist da, Poly ist da, Perlen sind da. Es fehlt nur noch 600 Kristall. Dann haben wir es. Na gut, dann würde ich sagen, auf zur Höhle hier vorne. Da ist auf jeden Fall Kristall. Mann, Lama! Schön Kristall klopfen, weil es so viel Spaß macht. Ne? So, zusammen mit den 400, die ich da irgendwo verloren habe, müsste das eigentlich reichen. Ach, scheiß Lama. Ein paar Sekunden später. Vielleicht musste ich jetzt nochmal einen anderen Drop suchen, weil der andere vor meiner Nase... der Voice Crack, Alter. Weil der andere vor meiner Nase despawned ist. Aber... Saufi. Würden Sie mich bitte in Ruhe lassen? Ich habe hier zu reden. Weil der andere vielleicht vor meiner Nase despawned ist. Aber ich habe ja gesagt, ich rege mich nicht auf. Deswegen musste ich für den Moment gerade stillschweigen. Und habe das präventiv erstmal rausgecuttet. So, werde mich jetzt voll beladen mit dem Zeug. Und dann werden wir hoffentlich endlich den Replicator bekommen. Wir müssen das Zeug jetzt, denke ich, mal hier einfach reinschmeißen. Ja, Strukturen, Herstellung. Ja, das sieht gut aus. Element und Kristall. Fehlt noch. Es wird spannend. Achtung, rein damit. Strukturen, Herstellung, Tech. Replicator. Da ist ein Raptor. Her damit, her damit, her damit. Oh, und... Tschüss, Raptor, du kannst mich mal. Ich habe Besseres zu tun. Holy shit, ich habe einen fucking Tech-Replicator gecraftet. Geil. Und wir tragen Tüten wieder nach Hause. Ich krieg's kurz. Ja, gut. Jetzt müssen wir noch das überschüssige Material loswerden, weil sonst zu schwer. Ich sehe nur nichts. Dankeschön. So, okay, jetzt kann man das auch genießen. Ein Augenblick der Emotionalität. Ich hätte nie gedacht, dass ich in diesem Format es schaffe, bis zum Replicator zu kommen. Wirklich nicht. Krasses Achievement, finde ich. Wollen wir mal klatschen? Jetzt ist nur noch die Frage, kann ich das Teil nach Valguero transferieren? Weil ich habe mir nämlich eigentlich überlegt, ich möchte das Ding auf Valguero stehen haben. Andererseits habe ich auf Island schon so viel gemacht, dass es mir schon fast irgendwie wehtut, das Ding da rüber zu bringen. Ich entscheide mich dagegen. Ich platziere den auf Island. Die Frage ist jetzt nur, wo? Aber das mit dem Dunkeln, das ist auch gerade nicht von Vorteil. Ich glaube, ich mache mal gerade ein Päuschen. Ich hole mir mal ein Käffchen oder so, ne? Und dann warten wir, bis morgen ist. Dann kann man das auch besser sehen. Und dann überlege ich mir was. Ist doch kein Kaffee geworden, aber egal. Jetzt bleibt nur die Frage offen, wohin mit dem Teil? Denn, es ist ja durchaus groß. Lol, wir können es ja vor überall hin platzieren, what the fuck? Ist ja No-Collision-Scheiß, ne? Fakt ist, wir brauchen grundsätzlich die Smithies nicht mehr und den Fabricator auch nicht. Ja? Weil der Tech-Replicator ist ja quasi alles in einem. Das heißt, wir könnten das hier theoretisch alles abreißen, aber ich glaube, Platz haben wir dann immer noch nicht genug. Ja, das Ding ist halt schon sehr mächtig, ne? Der ist groß. Holy shit, der ist wirklich groß. Und wenn man das Ding irgendwie wie hier so hinstellen, so die Fundamente so ein bisschen wupp, nach darüber verschieben noch und dann hier so daneben, dann könnte man das sogar stehen lassen, einfach so zur Zierde, ne, weil so Werdegang-mäßig, Smithy, Fabrikator und dann jetzt tatsächlich Replikator. Ich guck mal, was ich noch an Zeug hab und mal schauen, wie das aussehen würde. Eine Ewigkeit später. Ja, ich denke, so ist nice. Achtung und Spannung, Klick. Wow, da ist er. Da ist er. Es ist geschafft. Es ist vollbracht. Tech Replicator in Lal.
2019. Hat die Welt noch nicht gesehen. Krass. Ich glaube, das matcht ganz gut so. Das geht mir, ja, so da in die Ecke. Ja, ist schon ganz cool. Ist schon ganz cool. Ich bin zufrieden. Sieht nice aus. So, wir sollten aber jetzt trotzdem mal noch gucken, was wir denn jetzt eigentlich an Tech-Engrammen haben und was interessant wäre noch zu craften. Was wir denn könnten. Okay, anscheinend können wir noch nicht so viel. Aber die Tech-Stiefel wären schon mal nice. Was kosten die denn? 20 Element, 120 Kristalle, 450 Metall, Polymer und schwarze Perlen. Eventuell kriegen wir das hin. Wir haben da jetzt noch 3 Element übrig. Aber, ihr wisst nicht warum, aber, insgesamt haben wir 23 Element. Warum das der Fall ist, das werdet ihr demnächst erfahren, denke ich. Ja, ich glaube, ich werde es in ein LAL-Video einbauen. Ihr werdet es erfahren. Wichtig ist nur, das kommt nicht von irgendwo. Das wurde legitim erspielt, ne? Wir sind hier ja nicht auf irgendeinem anderen Channel, ne? So, wir schauen einfach mal. Packen wir das Element schon mal da rein. Brauchen wir sowieso, um das Ding zu aktivieren, ne? So, was hat ich jetzt gesagt? Kristall, Metall, Polymer. Rein damit. Schwarze Perlen können wir auf jeden Fall alle, schwer, da rein tun, weil schwarze Perlen brauchen wir eigentlich nur im Replicator. Jo, Polymer. Oh, geil. Ist alles schon komplett hier, ne? Umgewandelt, gebumst. Und ich bin zu schwer. Okay, wir haben alles am Start. Achtung, aktivieren. Woohoo! Ja, für alle, die es noch nicht kannten, so sieht der Tech Replicator aus. Es sieht aus wie ein Portal in irgendeine Alien-Welt. Aber egal, das Ding läuft. Tatsächlich weiß ich überhaupt nicht, ob das sinnvoll ist, das Teil jedes Mal auszuschalten und dann verbraucht es immer ein Element oder ob das mehr Sinn macht, den anzulassen. Ich habe keine Ahnung. Aber Achtung, die nächste Premiere. So, Rüstung, Tech und Tech-Stiefel. Bam. Okay, wir haben fucking Tech-Stiefel. Wisst ihr, was das bedeutet? Lol. Die sind sogar viel besser als meine Klamotten. Als meine Schuhe zumindest. Aber die sind aber viel teurer. Aber wisst ihr, was das bedeutet, dass wir Tech-Stiefel haben? Tech-Stiefel, zack, bedeutet, wir können keinen Fallschaden mehr bekommen. Das ist tatsächlich sehr viel wert. Vor allem bei mir. Also, ne, ich als Person, die gerne mal irgendwo runterfällt, kann das durchaus gut gebrauchen. Wir machen jetzt hier so ein Beispiel noch, ne? Damit ihr mir das auch glaubt. Nicht, dass jetzt hier nachher kommt, okay, der erzählt Tech-Stiefel keinen Fallschaden, bla, ne? Achtung. Jackass und... Ich habe kein Element im Inventar gehabt. So, Tech-Stiefel funktionieren wirklich. Beweis Nummer 2. Zack und... Na, gesehen? Kein Schaden. Geil. Wunderschön. Das Ding ist nur, wir brauchen jetzt durchaus mehr Element. Aber das Teil, das sieht schon geil aus, ne? Da kann man echt nichts gegen sagen. Ist schön. Kann man echt nichts gegen sagen. Stell mich jetzt mal noch so richtig schön hier vor den Replicator zum Schuss sagen, quasi, ne? Denn das Ganze ist hier für heute vorbei. War mir eine Ehre. Friendly Reminder daran, dass ihr bitte meinen Kanal abonniert. Ich sehe das, wenn ihr guckt und mich nicht abonniert. Das ist nicht okay. Das kostet nichts, also drückt drauf. Sonst sage ich das dem General. Und dann ist Zappen Booster. Da könnt ihr von ausgehen. So, ist Ende hier. Tschüss, ne? Bis zum nächsten Mal. Habt ihr wirklich gedacht, ich würde eure herzallerliebste Explosion vergessen? Wir machen heute den Thanos, würde ich sagen. I am... inevitable oder sowas.